Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Hier sind wir jetzt nun auf Estar, auf dem wunderschönen Kontinent. Unser nächster Halt ist das Hexenmausoleum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir müssen nämlich Rinoa retten. Überprüfen wir das mal ganz schnell. Ich glaube, es wurde irgendwie erwähnt, dass sie zum Hexenmausoleum gebracht wird. Genau, Melodie ist auch schon eine ganz andere. Ist die Tür offen? Nein. Erstmal ein Drop-Punkt, Stopp, auf Squall. Aber diese netten Herren möchten uns nicht reinlassen. Ihr wollt euch von ihr verabschieden? Wir machen eine Ausnahme. Weitergehen. Ha, wie nett von denen. Ja, ich hoffe ehrlich, dass wir Rinoa retten können. Oh, da sehen wir es. Was wollt ihr hier? Man weiß immer erst später, was man hätte tun sollen. Was redest du da? Ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Noch habe ich die Chance. Deshalb bin ich hier. Ich will später nichts bereuen müssen. Ich will Rinoa zurück. Was? Das ist jetzt zu spät. Yeah. Machen Sie alle kampfbereit? Squad, jetzt oder nie? Nein, was muss ich machen? Ah, okay, ich muss weiterlaufen. Bitte, bitte, wir kriegen Rinoa zurück. Rinoa, warte! Ich werde dich da rausholen! Was mache ich jetzt? Oh, mit seiner Gunblade. Ich bin eine Hexe. Und? Ich mag Hexen. Rinoa, Squall. Wir verschwinden. Oh, jetzt kommt's, glaube ich, zum Fight, oder? Nein. Warum? Okay. Ich kenne ihn. Ja, Squall kennt ihn durchaus, ich weiß auch, wer es ist. Wir werden später erfahren, wer diese Person ist. Was ist denn, Rinoa? Es ist mir etwas peinlich. Warum das? Ich hatte mich dazu entschlossen, in Estar zu bleiben. Aber als ich Squall sah, war ich so glücklich. Das ist doch überhaupt nicht peinlich. Glücklich sein ist wirklich schön. Ich danke euch allen. Was ist mit dir los, Squall? Du sagst ja gar nichts. Was mit mir los ist? Ich als Squall-Expertin weiß es. Was sollen wir jetzt tun? Was passiert, wenn... Je mehr er nachdenkt, desto pessimistischer wird er. Wie wär's, wenn du dir eine etwas fröhlichere Zukunft vorstellen würdest? Lass mich doch. Jetzt mal im Ernst. Was geht ab?
Hab zwar keinen Plan. Aber wir müssen irgendwas mit der Lunatic Pandora machen, stimmt's? Sie wird von Galbadia gesteuert. Das heißt doch, dass Cypher irgendwie dahinter steckt. Cypher befolgt nur Artemisias Befehle. Genau, diese Schlampe. Es kann nicht sein, dass sich jemand aus der Zukunft bei uns einmischt. Wir werden sie zeigen. Wir sind die Seeds. Wir werden alle Hexen umnieten. Xerl. Sorry. Wo fliegen wir jetzt hin? Ich will eure Kindheit sehen, von dem ihr mal gesprochen habt. Die Ruinen? Ist doch langweilig. Ich will zu einem Ort, wo keine Menschen sind. Ich bin eine Hexe, wenn Artemisia kommt. Flieg bitte zu Edeas Haus. Oh, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Abstecher zu Edeas Haus, wo ich mich so drauf gefreut habe, dem Ende entgegenzufiebern von CD3. Muss ich jetzt selbst hinfliegen, oder? Oh, ja. Na gut. Nächster Halt, Edeas Haus. Oh. Das ist die Stadt, da wollen wir nicht hin. Ja, ja. Ah, Ragnarok ist schon cool. Also hier mit der Höhenverstellung. Batz. Gegen den Felsen. Ist ziemlich geil gemacht. Vor allem, wie das aussieht. Richtig geil. Also besucht haben wir eigentlich auch soweit alle Orte. Ich könnte natürlich offscreen dann nochmal einige Orte abklappern, um... Obwohl, das können wir ja auch so machen, denke ich mir mal. Können wir jetzt auch zusammen machen. Und zwar möchte ich mal versuchen, ob ich noch an zwei Orte kommen kann, um Ultima noch... Obwohl, ah, das ist doch jetzt egal. Also das bisschen Ultima, was wir da noch an Zauber bekommen, das ist nicht mehr relevant für das Spiel. Kann ich eventuell versuchen, irgendwann mal zu holen. Aber ich glaube, Ultima werde ich auch nicht mehr brauchen. Ah, da ist ja das Haus. Das müsste reichen. Ja, den Rest können wir schön hinlaufen. Und jetzt wieder freudig Dialoge lesen. Ja, wir haben ja sonst keine Sorgen. Oh, da ist der Hund. Oh, Hundi. Also, wo müssen wir jetzt hin? Zu Edea? Ist Edea überhaupt hier? Ja, geh runter. Ah, Edea ist da. Wie geht es Renoir? Egal wie munter sie jetzt wirkt, sie ist völlig verunsichert. Renoir besitzt Edeas Macht. Edea konnte zwar nichts dafür, aber sie leidet sehr darunter. Und für Renoir beginnt jetzt eine harte Zeit. Okay, wir sind jetzt hier. Was müssen wir denn machen? Gehen wir mal eins tiefer. Ups, ein Drawpunkt, okay. Vigra, auch nicht schlecht. Ah, okay, nee, braucht keiner. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Weißen Haus, aber... passiert gar nichts, komischerweise. Muss ich Edea... Renoir im Team haben, oder was? Nee. Ach, da geht's noch an die Seite. Ha, geht doch. Oh. Sorry. Was ist? Hier ist wohl einer zu viel. Das sieht dir nicht ähnlich. Ich hol mal Renoir. Nein, jetzt wollen die uns zwei allein lassen. Und der Hund ist da.
Was meinst du? Was ich mir nur sagen soll? Ich sollte lieber nicht über Hexen sprechen. Es stört mich nicht, dass sie eine ist. Dich auch nicht, oder? Renoir ist Renoir. Was passiert mit mir? Sei unbesorgt. Es gab auch gute Hexen. Edea war auch eine gute. Du wirst bestimmt auch eine. Aber Edea... Ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia in mich dringt. Im Weltall habe ich Adele wiedererweckt. Was werde ich als nächstes anstellen? Was wird dann? Muss ich dann gegen die ganze Welt kämpfen? Ich habe Angst. Renoir. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, bin ich immer noch dein Hexenritter. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert. Aber wenigstens werde ich von dir getötet. Squall, wenn es soweit ist... Nein! Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Was willst du tun? Willst du mich retten? Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt einen Ausweg. Glaubst du? Ja, ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in dieser Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich dann wiederholen. Du bleibst immer, du bleibst in meiner Nähe. Oh. Genau, das war's. Was war? Damit hat alles angefangen. Wovon redest du? Hast du's vergessen? Habe ich was, was? Habe ich das gesagt? Ist schon gut. Daran sind die GF schuld. Deswegen habe ich's vergessen. Faule Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. Squall? Ich hatte einen schlimmen Albtraum. Darin wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Ich habe mich schön gemacht. Aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht wohin. Aber ich lief, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Balam, Galbadia. Ich war überall. Ich konnte nicht mehr laufen. Aber ich wollte dich sehen. Ich rief, Squall, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich habe geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich es dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Und dann? Ich werde hier warten. Auf wen? Ich werde hier auf dich warten. Okay, ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Versprochen? Ups. Ich störe ja ungern, aber... Wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Seeds anheuern. Sie wollen wohl Renoir wieder haben. Der Gouverneur am Apparat hieß Kiros. Kiros ist doch unser Kiros. Gouverneur Kiros? Sie wollen uns anheuern? Gehen wir hin. Oh, jetzt habe ich die 3 im Team.
Moment, ich denke mal, das bleibt so, weil ich will ihn nur gerne im Team haben. Deswegen machen wir mal so einen Austausch mit ihr. 8600, ach, das ist doch nice. Squall im Moment mit der wenigsten HP. Lächerlich. Aber macht auch nichts. Dagegen gibt es nichts einzuwenden, finde ich. Oh, Idea ist nochmal da. Squall. Der kleine Junge, der immer heulend nach Elione gesucht hat. Squall. Ich will dir etwas erzählen. Etwas über mich. Die Tragödie begann vor ungefähr 13 Jahren. Ich wurde eine Hexe, als ich noch klein war. Vor 13 Jahren bekam ich zusätzliche Macht. An dem Tag traf ich hier eine Hexe, die ihre ganze Energie verbraucht hatte. Ich habe die Macht dieser Hexe übernommen. Ansonsten hätte ich meine Kinder bedroht. Daher habe ich ihre Macht angenommen. Aber damit begann die Tragödie. Jetzt hat das Leid ein Ende. Ich weiß jetzt, dass jedes Leid irgendwann einmal endet. Squall, daher musst du deinen Kampf zu Ende führen, auch wenn dadurch neues Leid entsteht. Gut, danke für diesen Rat. Ich denke, befolgen müssen wir ihn. Wir haben keinen anderen.